So. Markus, du schleichst dir in den Raum rein, das ist Wahnsinn. Der kann ich wieder sind schon da. Ist fit? Ja. Wir spielen, Markus, heute. Nein. Wir spielen ein gleich. Ein altes Kinderspiel spielen wir. Ihr kennt es vielleicht schon aus der Schule oder aus dem Kindergarten. Nennt sich Feuer, Wasser, Erde und Blitz. Ihr braucht nichts mehr außer 5 Blatt Papier und einen Ball. Und einen Stift. Mit dem Stift malt ihr euch folgende Symbole auf die Blätter. Wir haben einen coolen Blitz, wir haben ihn jetzt mal ausgedruckt, ganz schick gemacht. Den legen wir uns in eine Ecke des Raumes rein. Da haben wir einen Blitz. Dann gehen wir 4 große Schritte rüber. 1, 2, 3, 4. Einmal ein Wasser in die Ecke. Dann gehen wir wieder 4 Schritte in die Richtung. Mit unserem coolen Feuer. 1, 2, 3, 4. Hierher. So. Und einmal in die letzte Ecke eine Erde. Ich habe jetzt mal einen Stein genommen. Und in die Mitte legt ihr, nochmal unser Logo genommen, einfach das 5. Blatt. Wie eine 5 auf einem Würfel verteilen wir die Blätter im Raum. Hier könnt ihr aber einen kleinen Blitz drauf malen, einen Wassertropfen, ein bisschen Erde und ein Feuer. Wenn ihr Zeit habt, malt das noch bunt aus. Und in der Mitte einen weißen Zettel, bei uns ist es unser. Ich hätte gerne gemalt. Du kannst auch einmal rausgehen und ein Stift holen und mal alles neu machen, Markus. Das ist kein Problem. Ich mache schnell den Ball. Ja. Wir dribbeln jetzt gleich, oder ihr dribbelt zu Hause mit uns zusammen. Einmal kreuz und quer innerhalb dieser 4 Felder, dieses Vierecks durch die Gegend, frei, kreuz und quer. Und wir sagen zwischendrin immer mal wieder eben Wasser, Blitz, Erde oder Feuer. Und eure Aufgabe ist es, gegen den Markus so schnell wie möglich auf das Blatt Papier zu dribbeln und den Ball dort mit der Sohle anzuhalten. Mhm. Wenn ihr den angehalten habt, den Ball, schauen wir, wer zuerst dort ist und wer den Punkt bekommt. Ja, alles muss klar? Ich wieder zurück nach, wenn jetzt Blitz war, muss ich dann noch das was kommt dann später wieder? Noch. Am Anfang machen wir erstmal nur, also ich dribbel durch die Gegend, Feuer zum Quer, dann hört ihr das Wort Feuer, dann schaut ihr, wo Feuer ist, lauft in die Ecke und stopp, haltet den Ball an. Und wir schauen, ob der Markus oder ihr schneller seid. Wir spielen immer 5, 6, oder machen wir immer 6 Runden und gucken dann, wer mehr Punkte gesammelt hat. Ob ihr oder der Markus schneller ist. Alles klar, so? Gut. Wir probieren es erstmal 2, 3 Mal aus und wenn der Wettkampf beginnt, sagen wir euch Bescheid. Also Markus, lauf mal einen ganz engen Ball führen innerhalb des. Achso, innerhalb. Du kannst auch außerhalb rumlaufen, aber dann wird es länger dauern, bis du halt bei der dementsprechenden Aufgabe bist. Eng den Ball am Fuß und wir starten mal mit Wasser. Und los düsen, schnell zum Wasser hin. So, mit der Sohle den Ball auf dem Bild mit dem Wassertropfen anhalten. Sehr gut. Wir probieren es nochmal aus. Loslaufen. Hopp, 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 hopp. Ball eng am Fuß. Kreuz und quer laufen. Und Feuer. Wo? Wo? Ja, wo? Das musst du suchen, du Profi, nicht ich. Ja, wo? Wo, fragt er. Das ist eben so ein bisschen die Aufgabe, dass wir dann auch eben kurz den Kopf hochnehmen, schauen, wo was ist. Damit wir dann uns ein bisschen orientieren und dann schnellstmöglich hinlaufen. Den Ball, so wie der Markus es schön zeigt, einfach mit der Zehenspitzen vorne, mit der Sohle den Ball anhalten. Und gleich noch einmal zum Üben, dann starten wir schon mit unserem kleinen Wettkampf. Wir dribbeln kreuz und quer und Erde. Einmal in die Ecke. Wo ist der Stein. Der Stein, ja, bei uns ist der Stein die Erde. Ich habe nicht gewusst, was ich für ein Symbol für Erde nehmen soll. Und der Markus hat die Erde gefunden und angehalten. Und wir beginnen, würde ich sagen, mit unserem Wettkampf gegen euch zu Hause. Achso, jetzt geht's los jetzt. Jetzt geht's erst los. Okay. Wir machen 6 Runden und schauen, wer die meisten Punkte sammelt. Also wieder Ball, eng. Ich glaube, es kommt Wasser. Glaubst du, es kommt Wasser? Glaubst du mal? Und Blitz. Und Achtung. Schauen, wo der Blitz ist. Schnell hinlaufen und. Stopp. Ich war trotzdem noch schnell. Ja, war sehr schön. Sehr gut, Markus. Und wir dribbeln wieder los. Ball ist eng am Fuß. Wir laufen kreuz und quer in unserem Feld herum. Schaut, dass ihr nicht zu Hause steht und wartet, sondern den Ball immer mit in Bewegung halten. Mit der Innenseite rückt man mitnehmen, mit der Außenseite vom Fuß, mit der Sohle. Und Wasser. Wo ist Wasser? Umdrehen, schauen, wo Wasser ist. Einmal nach oben laufen und anhalten. Sehr gut, Markus. Gut, hast du gemerkt, wo der Blitz ins Wasser ist? So langsam weiß ich, wo was ist. Ja, also langsam stellt man sich ein bisschen drauf ein. Ja. Muss der Kopf ein bisschen mitdenken, wenn man sich das merken kann, wie bei Memory. Dann ist man sich noch ein bisschen schneller. Wir haben jetzt 2, gell? 2 haben wir, genau. Und wir dribbeln wieder los. Mal schauen, wer schneller ist. Ob ihr zu Hause oder der Markus über uns den Punkt holen. Feuer war noch nicht. Feuer war noch nicht. Blitz! Und das noch schon. Ja, und? Voll egal. Zapp! Und der Blitz. Der Markus. Sehr gut, Markus. Und wieder los, dribbeln. Dritte Runde ist schon vorbei. Jetzt kommt die 4. Die Hälfte haben wir schon.
Gut, wieder irgendwie Ball am Fuß und Erde. Und anhalten. Versuch den Ball wirklich genau auf dem Papier anzuhalten. Ja, dann ich wusste, dass Erik kommt. Wusstest du das? Ja. Kannst du meine Gedanken lesen? Weiter geht's, komm, genau. Zwei Runden haben wir noch. Vier haben wir schon geschafft. Ball eng am Fuß. Dribbeln, 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 dribbeln. Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Eng den Ball am Fuß. Und Wasser. Und schnell einmal den Kreis rum. Und angehalten, stopp. Fünfte Runde ist vorbei. Letzte Runde für diesen Durchgang. Und der Markus. Ich bin gespannt. Bist du gespannt? Die Kinder kommt? Noch schneller sind als ich. Ich glaube schon, dass sie schneller sind, weil sie schneller denken und dribbeln können. Feuer! Und ab die Post. Feuer, einmal nach vorne, einmal rum und angehalten. Gut. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Lust habt, nochmal zurückspulen, nochmal gegen den Markus spielen. Am besten lernt ihr die Farben auswendig oder die Symbole. Dann seid ihr besonders schnell. Gut. Ja, dann wissen sie ja, was kommt. Ja, merkst du was, ne? Gut, sehr gut gemacht. Zweite Runde, Markus, gleiches Spiel, aber dieses Mal laufen wir immer zu dem Symbol hin, also zum Wasser in die Ecke, dribbeln mit dem Ball in die Mitte zurück auf unser mittleres Papier. Anhalten wieder. Anhalten, genau, jetzt wieder in die Mitte laufen und anhalten und setzen uns mit dem Po auf den Ball oben drauf. Erst dann ist die Runde beendet. Wenn wir danach wieder aufstehen, stehen wir auch ohne Hände auf, sondern versuchen ein bisschen aus den Oberschenkeln raus. Uns nach oben ohne Hände. Ohne Hände aufzustehen. Mal schauen, ob du das mit deinen alten Knochen noch schaffst. Ja. Sehr gut. Also immer zu dem Symbol hin. Anhalten mit der Sohle. Wieder zurücklaufen in die Mitte. Anhalten mit der Sohle. Und einen Po absetzen. Erst dann ist die Runde beendet. Okay? Probier's mal aus. Auf geht's. Machen wir zwei, drei Runden zum Probieren. Dann starten wir gleich in unser Wettkampf. Sehr gut. Markus ist gut unterwegs. Und Erde. Also zur Erde hin. Einmal anhalten, zur Mitte zurück, einmal anhalten, draufsetzen, stopp. Sehr gut, und hoch und weiter geht's. Was zählt denn, das Draufsetzen oder wenn ich wieder hoch bin? Nee, das Draufsetzen. Draufsetzen, dann ist die Runde beendet. Draufsetzen. Und danach stehst du einfach wieder auf und läufst wieder weiter. Also ich kann mir Zeit lassen vor dem Aufstehen. Vom Aufstehen kannst du von mir aus noch eine Wurstsemmel essen, Markus. Das ist schön. Mach mal. Und Blitz, einmal nach oben. Hopp, 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 hopp. Anhalten, Ball mit in die Mitte nehmen, anhalten und schnell draufsetzen. Zack. Ich glaube, das reicht als Übung, oder? Du hast es verstanden, Mann? Ja. Kennt die Kinder daheim auch? Dann machen wir gleich unseren kleinen Wettkampf gegeneinander. Du gegen die Fußballer und Fußballerinnen zu Hause. Ja. Alles klar, Mann. Gut. Bereit? Bereit. Auf die Plätze, fertig. Los geht's. Hängen den Ball wieder führen. Und Erde. Los geht's. Einmal zur Erde, anhalten, zurücknehmen, anhalten, auf dem Papier und draufsetzen. Stopp. Gut. Und gleich weiter dribbeln. Erster Punkt an uns oder zu Hause. Wasser. Und leg los. Hopp, 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 hopp. Nach oben, anhalten. In die Mitte zurück, anhalten, draufsetzen. Gut. Zweite Runde. Und los geht's, wieder eng den Ball führen. Machen wir wieder 5 oder weniger diesmal? Wir machen 6. Immer genau. Ach so, 6. 6 Durchgänge. Und Feuer. Rollen. Ja. Hochlaufen. Anhalten. Mitnehmen. Mitte. Anhalten. Draufsetzen. Sehr gut. Und weiter geht's. Ziehen ist es viel leichter, wenn ich auf den Ball ziehe. Was machst du? Wenn ich den Ball ziehe, zum Richtung wechseln, ist es viel leichter. Ja, also du kannst ihn ja anhalten und dann gleich wieder zu dir herrollen. Mir hat es aufgefallen. Ist dir das so aufgefallen? Mhm. Guter Trick. Das ist echt gut. Wasser. Und oben die Ecke. Anhalten. Jawohl. Gleich mitnehmen. Jawohl. Anhalten. Draufsteigen. Vierte Runde war das, oder? Ja. Ich glaube, zwei haben wir noch. Auf geht's nochmal. Komm. Gas geben zu Hause. Wieder dran denken. Schauen, wo die Papiere liegen, wo alle Ecken sind. Und Blitz. Einmal los. Zum Blitz nach oben. Anhalten. In die Mitte nehmen. Anhalten. Und raus. Gut. Auf geht's. Eine Runde machen wir noch. Fünfte haben wir. Und Wasser. Jupp. Hat mal Glück gehabt. Wasser. Nein, das ist nicht. Ja. Oh.
Anhalten. Gut. Sechs Runden rum. Zwei ja, ein paar habe ich gewonnen, ein paar habe ich verloren. Glaubst du? Ich glaube, dass die Kiddies daheim alle gewonnen haben. Deutlich schneller waren. Ja, vielleicht nicht alle, aber die meisten werden sie an Punkten geholt haben. Gut, wir machen noch zwei Runden. Eine schwierige, dann noch eine Profi-Runde ganz am Ende. Und dann hast du es geschafft heute, Markus. Dann hast du dir deinen Untergeister verdient. Ich mag Nudeln. Du magst Nudeln? Nudeln heute. Mit was? Mit Tomatensauce? Weiß ich noch nicht. Weißt du nicht? Ich mag Nudeln. Und mag Nudeln. Der Markus ist ein bisschen krantig, weil er Hunger hat. Ich mag Nudeln. So. Wir laufen los. Erste Runde bleibt gleich. Das heißt, wir dribbeln mit dem Ball. So schon aus wie eine Nudel. Komm schon, so eine Pause machen, dass du Mittagessen kannst oder was? Mach. Das schaffst du noch, komm. Also, wir laufen zum Hütchen, zu dem Blatt nach draußen mit dem Symbol. Ja. Holen den Ball diesmal gleich mit der Sohle zurück, so wie du schon vorher gezeigt hast. Das heißt, wir steigen drauf, halten ihn an und rollen ihn gleich wieder zur Mitte zurück. Ja, genau so. Und in der Mitte versuchen wir ihn mit dem Knie nochmal anzuhalten. Ja, pass mal auf. Das heißt, wir rollen den Ball zu uns her. Bringen den Ball, und dafür ist wichtig, dass der Ball nah an unserem Körper ist. Ja. Wenn der Ball weit vor uns ist, kommen wir da mit dem Knie nicht hin, sondern wir führen den Ball nach vorne in die Mitte und versuchen auf dem Blatt in der Mitte mit dem rechten oder linken Knie den Ball anzuhalten und so kurz zu warten. Und dann stehen wir auch so wieder auf und marschieren los. Also ja, heißt, Blitz wäre rauslaufen. Nudel meinst du? Nudel. Nudel Blitz rein und mit dem Knie auf dem Symbol, ja, auf dem Blatt in der Mitte starten. Okay. Hi Markus, komm, kämpf dich ein. Vielleicht weiß ich aber, wo alles ist. Ja, ja, warte mal, in der letzten Runde machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Okay. Und. Stein oder Erde. Runter. Tja, sofort ziehen oder wie? Gleich zu dir herziehen, genau. Hopp. Und mit dem Knie versuchen anzuhalten. Hopp. Sehr gut. Bleib nochmal. Und wieder losdribbeln. Eng den Ball am Fuß. Hopp, 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 hopp. Probiere ich mal gleich mit Knie ohne Fuß. Schauen wir mal, ob das geht. Ja, das geht schon. Du musst schnell das Knie dann absetzen auf den Ball in der Mitte, dann kannst du mit dem Knie direkt anhalten. Und Wasser. Einmal raus. Und hoch. Stoppen und gleich zu dir herrollen. Hopp. In die Mitte. Und sehr gut. Das war optimal, Mann. Du hast den gleich in die Mitte perfekt gerollt. Und sofort. Also, wenn du das immer, schnell. Wenn du das schaffst, dann bist du sehr schnell. Ja. Dann haben wir unsere Jungs und Mädels zu Hause, haben sie einen starken Gegner, wenn du das schaffst. Ich will sofort anfangen. Du willst sofort anfangen. Ich glaube auch, wir kriegen es hin. Starten direkt los. Gut. Sechs Runden. Ab die Post. Irgendwie den Ball am Fuß. Hopp, 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 hopp. Einmal rum. Blitz. Oder Nudel. Sohle. Hopp. Und den Knie runter. Gut. Das war nicht so schnell. Das war nicht so schnell. Aber es ist okay. Hauptsache ordentlich. Ne? Genau in der Mitte halten. Und auch weiter. Aber was? Eng. Nudel. Blitz. Nicht vergessen von Markus. Ah! Ist der genau drauf, Markus? Ein bisschen schon drauf. Ja, gilt gerade so, würde ich sagen. Okay. Ausnahmsweise. Sehr gut. Und nochmal los. Eng am Fuß. Versuch doch mal rück beim Laufen immer wieder kurz den Kopf hochzunehmen, nicht nur auf den Ball zu schauen, sondern ein bisschen sich zu orientieren, wo ihr im Feld seid, also nicht an die Schrankwand zu Hause hinlauft oder an den Stuhl oder an die kleine Schwester oder den kleinen Bruder. Und Feuer. Raus zum Feuer. Anhalten mit der Sohle. Ziehen mit der Sohle. In die Mitte kommen. Oh, der war stark. Und zieh runter. Sehr gut. Mit der Durchgang. Drei schaffst du nochmal. Ja, ja. Eng am Fuß. Oh, in der Mitte pendeln lassen, sehr gut, schön zwischen den Beinen. Ja, probiert ruhig alles mal aus, ne? Da gibt es nicht kein richtig und kein falsch. Mal mit der Sohle den Ball spielen, mal mit der Innenseite, mal mit der Außenseite mitnehmen. Kann ich euch ein bisschen ausprobieren. Wasser, einmal rum, hopp, nach oben weg. Anhalten, Sohle, nehmen die Mitte zurück und mit dem Knie anhalten. Sehr gut, vierte Runde, zwei noch. Jetzt muss ich wieder einen schaffen ohne. Ja, jetzt musst du wieder Gas geben. Ohne Zwischenstopp. Das ist so eine alte Oma beim Einkaufen. Wie? Ja. Du bist alt. Ey, letzter Mal, das ist voll gemein. Feuer! Entschuldigung. Schon okay, Mann. Das. Komm mal. So, ziehen wir sofort. Und gleich. Oh, das war schwer. Da glaube ich, da war der Markus schnell.
Da bin ich gespannt, ob ihr daheim gewonnen habt. Letzte Runde nochmal. Erde. Hopp. Und anhalten. Sehr gut. Gut. Prima. Ich bin gespannt. Da kommt jetzt noch eine. Eine allerletzte. Schaffst du. Oder? Na gut. Na ja, komm. Na gut. Und dann gibt es noch eine kleine Hausaufgabe, würde ich sagen. Nicht für mich. Ach, du bist ein fauler Hund, hey, das ist Wahnsinn. So, letzte Runde. Jetzt müssen wir unseren Kopf anmachen. Ausnahmsweise mal, Markus. Ja. Okay. Jetzt tun wir so im Kopf, als würden wir diese beiden Ecken miteinander tauschen. Aber wir tauschen sie gar nicht. Aber wir tauschen sie gar nicht. Und als würden wir diese beiden Ecken miteinander tauschen. Okay. Wir lassen die Papiere, wo sie sind, aber im Kopf drehen wir die über die Mitte. Das heißt, der Stein über die Erde wäre dort, wo das Wasser ist. Wasser wäre dort, wo der Stein ist, oder die Erde ist. Die Nudel oder der Blitz ist hier. Und das Feuer wäre dann dementsprechend da oben in der Ecke. Also wenn ich jetzt nachher sage, wo du hin musst, musst du kurz überlegen, was die richtige Rechnung ist. Ja? Da gibt es noch eine neue Aufgabe. Also jetzt wird es Champions League, jetzt wird es Sprint. Also wir laufen wieder kreuz und quer, führen unseren Ball, egal wie wir möchten, Innenseite, Sohle und so weiter. Jetzt sage ich Erde, die war ja vorher hier. Jetzt gehen wir diagonal gegenüber nach oben. Also ist die Erde jetzt hier oben. Wir halten den Ball mit der Sohle an. Rollen den Ball durch die Beine nach hinten, drehen uns um und halten den Ball wieder in der Mitte mit der Sohle an. Ja, ja. Also wieder loslaufen, Kopf anmachen, jetzt wird es schwierig. Nudel ist ja, nicht mehr hier, sondern Nudel ist da, wo es vorher jetzt ist. Anhalten, rollen, umdrehen, anhalten. Ja. Okay, wir laufen wieder um, Wasser, nehmen wir eben dann da, wo der Stein ist. Durch die Beine rollen, in der Mitte anhalten und so weiter und so fort. Schaffst du das? Ich glaube, es ist leicht, wenn ich erstmal aufs Wasser schaue und dann muss ich nachdenken, ah, jetzt muss ich umdrehen. Genau. Ich glaube, so mache ich es nicht. Du kannst hinschauen, wo das Wasser ist und dann diagonal auf die andere Seite. Dann gehe ich doch auf die andere Seite. Genau. Glaub, so oder du versuchst es dir halt gleich zu merken, dass jetzt Wasser dort ist, Blitz ist hier, Erde ist dort und Feuer ist dort. Wie du es machst, ist egal. Wie du meinst, ist es am schnellsten und vor allem richtig funktioniert, dass du nicht aufs falsche Blatt Papier rennst. Mal gucken. Wir machen eine Übungsrunde oder zwei und dann machen wir unseren kleinen Wettkampf und dann haben wir es auch schon. Gut, wir drehen los und machen Blitz. Blitz war hier und ist jetzt gegenüber auf deiner Seite. Achso, ich muss die Füße rollen lassen. Durch die Beine rollen lassen, genau. Und in der Mitte anhalten. Ja. Wenn du rollst, eben den Ball rollen und gleich den Fuß zur Seite stellen, dass der Ball auch schön durch die Beine durchrollt. Mhm. Ne? Und weiter geht's. Rollen, rollen, rollen. Kopf anmachen, konzentrieren. Das darf man nicht schon ans Mittagessen denken, so wie der Markus, sondern muss man auch aufpassen. Nudel, 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 Nudel. Und Erde. Erde. Erde war da, also ist sie jetzt da. Sehr gut. Durch die Beine rollen und anhalten in der Mitte. Nudeln und das Feuer ist die Tomatensauce. Ne? Das ist aber eine scharfe Soße nachher dann. Das macht Spaß. Und auf geht's, hopp, los. Eine Runde noch üben, dann Wettkampf, dann haben wir es vor. Oh, Feuer. Sehr gut, schnell mitgedacht. Rollen, Fuß abstellen durch die Beine und anhalten in der Mitte. Sehr gut, gut gecheckt. Ja, eine Runde Wettkampf und dann hast du es geschafft, Markus. Also komm, gib nochmal Gas. Gibt's da Nudeln? Dann gibt's, ja, dann kriegst du deine Nudeln. Mein Gott, ich bringe dir das nächste Mal gleich Mittagessen. Ist doch was davor, bevor wir anfangen zu filmen. Anfangen. Anfangen. So, auf geht's. Ja, du bewegst dich ja nicht. Ich stehe und warte schon lange wieder auf dich. Wahnsinn. Und enge Ball am Fuß. Und Erde. Erde war unten, ist jetzt oben. Anhalten. Rollen, umdrehen, anhalten. Zack. Sehr gut. Und weiter geht's. Laufen, 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 laufen. Erste Runde geschafft. Und Wasser. Wasser war oben, ist jetzt unten. Rollen durch die Beine, umdrehen, anhalten in der Mitte. Und stopp. Sehr gut. Und wieder losdribbeln. Und Feuer, gleich hinterher. Nein, 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 stopp. Ja, das kriegst du mal. Ja. Du musst zur Nudel rüber. Ganz genau.
Gut. Und nochmal. Drei haben wir, gell? Drei haben wir. Ah, ich hätte noch eine Variante. Das, das ist sehr langsam. Ja, das war halt nicht so gut. Der Wasser ist falsch. Und Wasser. Sehr gut. Runter, anhalten. Durch die Beine rollen lassen. Anhalten. Gut. Weiter geht's. Zwei noch, oder? Vier haben wir. Vier haben wir, ja. Oder? Ich glaube vier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist der Wasser langsam. Oh. Erde. Bist du schon da? Sehr gut. Glück gehabt. Rollen. Umdrehen, anhalten. Eine noch. Komm auf geht's. Ich habe noch eine gute Idee, Markus. Das machen wir gleich noch. Musst, darfst du das machen? Okay, gut, dann machen wir es so. Als Hausaufgabe. Als Hausaufgabe geht das nicht mehr so. Ach so. Und Feuer. Hopp. Eine Nudel. Eine letzte Nudel. Bam. Angehalten. Sehr gut. Gut. War ich schnell? Ah, geht so. Ich glaube nicht so gut. Du musst ein bisschen üben. Jetzt mag das mehr. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt magst du nicht mehr. Du bist jetzt still. Du hast gesagt, ich habe es nicht gut gemacht. Du hast schon ganz gut gemacht für so einen jungen Burschen, wie gut du bist, war das in Ordnung. Okay. Okay, wir machen noch eine kleine letzte Runde. Ja, ich schaue. Dafür lassen wir die Hausaufgaben weg. Achso, anstatt Hausaufgaben. Ja, da musst du jetzt aber der Trainer sein. Eine letzte Runde anstatt Hausaufgabe. Da muss ich irgendwas sagen. Pass auf. Gib mir den Ball. Warum hast du den Ball? So, wir trainieren jetzt gleich kreuz und quer. Wir machen ein Wettrennen. Und zwar der Markus sagt jetzt nicht mehr nur eine. Ja. Ein Symbol oder eine Erde, was auch immer, sondern immer zwei. Und wir versuchen nacheinander schnellstmöglich zu diesen beiden hinzulaufen, einmal den Ball über das Feld zu rollen und wieder in die Mitte zurückzukommen. Wer zuerst ist, kriegt den Punkt. Also. Ohne Tausch, oder? Ohne Tausch, wieder so wie sie jetzt liegen. Ja, zurück. Also Blitz ist Blitz. Blitz. Stein ist Stein oder Erde ist Erde, Feuer ist Feuer, Wasser ist Wasser. Ich dribbel los, du sagst mir zwei Symbole, ja. Ich gehe nacheinander. Feuer, Blitz. Feuer, Blitz, oh Gott, wo war Feuer? Einmal Feuer, der Ball muss das Blatt berühren. Einmal Blitz, der Ball muss das Blatt berühren. Ja. Und dann in die Mitte zurück. Okay. Und schauen, wer zuerst da ist. Jetzt müssen wir uns halt die beiden Symbole merken. Der Ball muss immer das Blatt kurz berühren. Ja, also ja, muss ja, einfach ja, einmal drüber ja. Rollen und dann zum nächsten Symbol drüber rollen. Dann erst zur Mitte. Und dann erst zur Mitte. Okay, okay. Also wenn du jetzt den Wettkampf machst, dann gibt es keine Hausaufgabe. Ja, ausnahmsweise. Wir befreien uns heute von den Hausaufgaben. Dafür machen wir noch die Runde. Okay? Wie sechsmal oder wie? Wir machen jetzt einmal kurz noch üben oder ein, zwei Mal üben, dass wir es gecheckt haben, alle. Ja. Und dann machen wir einmal den Wettkampf und dann schon. Hausaufgaben frei. Und los, los. Geht's. Ja, dribbel, 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 Erde. Wasser, Erde. Wasser, Erde. Wasser und Erde gibt super Schlamm. Zack. Und in die Mitte zurück. Sehr gut. Gut, noch eine Probe. Eine Probe. Drüben, 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 drüben. Ball immer eng am Fuß lassen. Feuerwasser. Feuerwasser. Oh, dann machen wir das Feuer mit dem Wasser aus. Zack. Und wieder in die Mitte zurück. Oh. Bin. Gut. Du hättest, wenn du das Feuer mit Wasser ausmachen musst, dann musst du aber erst das Wasser. Ja, holen. Das wäre dann auch gekommen. Wir müssen mal zurücklaufen. Okay. Ja, du bist ja, jetzt ist, du könntest dir auch immer so eine Geschichte überlegen. Wenn der Blitz in die Erde einschlägt, dann kommt Wasser aus dem Feuer. Ja. Gut, naja. Okay, legen wir los. So, Wettkampf drin. Wettkampf 6 Runden. Der Wettkampf gewinne ich. Ich bin ja noch frisch. Ich habe noch Nudelerde. Nudelerde. Nudel mit Erde. Mit schlägt in die Erde ein. Blitz, sehr gut. Und in die Mitte. Stopp. Stopp. Okay. Gut. Erster Durchgang. Runde 1 fertig. Jawohl. Runde 2 dribbeln. Hopp. Jawohl. Schön dabei. Bin gespannt, was kommt. Nudeln mit Wasser. Nudeln holen, also den Blitz holen. Und mir gibt es immer Nudeln. Bei dir gibt es immer Nudeln. Das ist Wahnsinn, der Junge. Und stopp. Stopp. Gut. Zweite Runde. War schnell. Trotzdem, sehr schön. Okay. Ja, ich wüsste, ich soll drei machen. Ja, kann man ja auch probieren. Max ist der okay. Dann gibt's. Lass mich rein. Also dribbeln, 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 dribbeln. Was gibt's jetzt? Dribbeln, dribbeln, Feuer mit Wasser. Feuer mit Wasser. Und noch zur Erde. Und noch zur Erde. Feuer, Wasser, Erde. Und dann in die Mitte. Zack. Dritte Runde. Ja, sehr gut. Okay. Ich glaube, es geht echt mit drei. Jetzt habe ich es zwar gerade noch währenddessen gemacht, ja, das ist ein bisschen leichter, aber jetzt sage ich mal vorher drei schnelle. Ja, okay, mach mal. Du musst es dir merken. Probier es mal aus. Machen wir es richtig schwer. Okay, dribbeln. Okay. Dribbeln, dribbeln, dribbeln.
Knallstein, das ganze drüben hin. Schneller werden, bisschen, schneller werden. Ja. Feuer, Wasser, Blitz. Feuer, Wasser, Blitz. Feuer. Ziehen, rausziehen, berühren. Wasser, Wasser. Blitz. Oh, Blitz, zu Mitte, und Blitz, Mitte. Stopp! Gut. Stopp! Ja. War die vierte Runde, oder? Jetzt kommen noch zwei. Noch zwei, die letzten zwei. Und drüber, 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 drüber. Steinfeuernudeln. Stein, also Erde, Feuer, wo ist die Nudel? Da oben ist die Nudel. Blitz. Blitz. Vergiss die Mitte nicht. Und die Mitte zurück. Stopp. Gut. Letzte Runde, Markus. Komm. Letzte Runde. Drüber, 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 drüber. Nudelsoße, 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 Nudelsoße. Was? Nudelsoße? Mein Markus, nochmal was? Nudeln. Soße und noch was? Nochmal Nudeln. Einmal noch. Nudeln, dreimal jetzt. Nochmal mit. Nochmal Nudeln mit Soße. Ja. Ich mache noch die Abkürzung, spüle noch das Geschirr ab über Wasser. Oh. Und dann gehe ich nach Hause. Stopp! Tschüss! So, Jungs, Mädels, der Markus, der rennt schon zu seinem Nudelauflauf. Viel Spaß euch, übt fleißig weiter. Ihr könnt es ein paar Mal ausprobieren. Wir freuen uns auf die nächste Einheit mit euch und sehen uns dann wieder. Macht's gut, ciao, ciao.